Lilly Hollander, sie teilt Entzückendes mit Töchterchen Billy. Mitte November verkündete Lilly Hollander, 36, die Geburt ihrer Tochter mit einem ersten gemeinsamen Schnappschuss. Seitdem hält die kleine Billy den Alltag ihrer Eltern Lilly und René Adler, 37, auf Trab. In den ersten Wochen ist neben Schlafmangel, Stillen und Windelwechseln auch ganz viel Kuscheln angesagt. Via Instagram teilt die Schauspielerin ein Video, das die Herzen ihrer FollowerInnen zum Schmelzen bringt. Es zeigt die 36-Jährige in einem Café am Tisch sitzend. In den Händen hält sie ihr Neugeborenes und übersät sein kleines Gesichtchen mit zarten Küssen. Womit ich mir die Zeit im Wochenbett so vertreibe. All day long, solange sie einen noch lassen. Schreibt Lilly zu dem verzückenden Clip. Ihre Community reagiert mit zahlreichen Kommentaren und Herz-Emojis. Es ist einer dieser Tage, an dem man besonders geliebte Menschen unendlich vermisst. Franziska Knuppe feierte am 7. Dezember 2022 ihren 48. Geburtstag. Ein freudiger Tag, der sie allerdings auch wehmütig macht. Das Model denkt an seinen Vater. Lieber Papa. Jedes Jahr an meinem Geburtstag ist auch ein trauriger Tag. Denn vor 11 Jahren bist du an diesem Tag gegangen. Schreibt sie in einem rührenden Post auf ihrem Instagram-Kanal. Die Rostockerin erinnert sich an wunderbare Zeiten, die ihr Vater noch miterleben durfte. Zu einer Bilderreihe mit Fotos von einem der schönsten Tage ihres Lebens schreibt sie, du warst an unserer Hochzeit dabei und konntest die ersten Jahre deiner Enkelin erleben. Fotos zeigen die damalige Braut, die mit dem geliebten Elternteil auf den neuen Lebensabschnitt anstößt. Ihm vertrauensvoll über die Wange streichelt, mit ihm für die Kamera posiert und feiert. Nur 2 Jahre später starb Wolfgang Knuppe nach einer schweren Krebserkrankung. Leider mussten wir viel zu früh von dir Abschied nehmen, bedauert Franziska. Und sendet einen bewegenden Gruß, heute proste ich dir zu, ich weiß du schaust uns zu, Sick. Anführungszeichen. Das Abstillen ist für viele Mütter ein wehmütiger Abschied. Diese Erfahrung macht auch Jana Schölermann, 35, die im Dezember 2021 zum ersten Mal Mutter wurde. Mit einem besonderen Posting auf Instagram verabschiedet sich die Schauspielerin vom Stillen. Es sei an der Zeit, damit aufzuhören, so die Ehefrau von The Voice-Moderator Tore Schölermann, 38. Zu mehreren Stillfotos schreibt die 35-Jährige nahezu wehmütig, Bye-bye kleiner Busenjunki. Ja, nach fast 12 Monaten wird die Milchbar geschlossen, die Zeit war für Jana besonders emotional. Aber auch nicht immer leicht. So schmerzhaft, langwierig und schwierig der Start war. Desto entspannter und schöner war dafür der Abstillprozess. Für sie und ihre kleine Ilvi fühle es sich jetzt richtig an, eine neue Richtung einzuschlagen. April 2021 passierte Fiona Erdmann genau das, wovor es allen Schwangeren graut, das Model erlitt eine Fehlgeburt. Sohnemann Leo, 2, verlor sein Brüderchen. Der Schmerz, der mit so einem Verlust einhergeht, ist unvorstellbar. Doch anstelle sich von der Trauer lähmen zu lassen, wählte die ehemalige GNTM-Kandidatin den Weg, ihre Fehlgeburt öffentlich zu machen. Im emotionalen Gala-Interview sprach sie darüber, dass das Thema noch immer tabuisiert wird und dass sie ihren Followern keine perfekte Welt vorgaukeln möchte. Es gehen doch so viele Personen durch diese schreckliche Zeit. Warum sollte man dann nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass man damit nicht allein ist, meinte die Influencerin. Mittlerweile ist Fiona erneut Mutter geworden. Tochter Naila Mai kam im Mai 2022 auf die Welt. Doch ihr Sternenkind wird sie wohl niemals vergessen. Das zeigt auch ein offenes Instagram-Posting, mit dem sie einerseits das Dasein von Töchterchen Naila feiert, andererseits an ihren verstorbenen Sohn erinnert. Wisst ihr, manchmal halte ich meine kleine Maus in den Armen, gucke sie an und muss an die ganze Geschichte denken, die hinter diesem kleinen Persönchen steckt. An die Schwangerschaft, die geprägt von Angst war. Und dann wiederum an diesen traurigen Verlust und an ihren Bruder, der jetzt über uns wacht.
schreibt sie auf der Social-Media-Plattform und stellt fest. Fiona Erdmann scheint mit ihrer Fehlgeburt dank der Ankunft ihrer geliebten Tochter Frieden geschlossen zu haben. Doch ihren verstorbenen Sohn wird sie immer im Herzen tragen. Für Ex-DSDS-Jurorin Fernanda Brandau werden es ganz besondere Weihnachten, die Sängerin feiert die besinnliche Zeit zum ersten Mal mit ihrer eigenen kleinen Familie. Im April dieses Jahres brachte sie ihre Tochter auf die Welt. Seitdem schwebt die 39-Jährige im Familienglück. Fotos ihrer Kleinen zeigt die Fitness-Expertin nur selten in den sozialen Medien. Auch ihren Partner hält die Tänzerin aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt macht sie eine Ausnahme und überrascht ihre Fans mit einem Familienfoto zu dritt. Das erste überhaupt. Und nicht nur damit sorgt Fernanda Brandau für eine kleine Sensation. Auch Details über die Liebesgeschichte mit ihrem Partner Roman Weber werden in dem Posting, das ihr aktuelles Projekt ankündigt, gelüftet. Darin heißt es, Zuwachs bei Familie Neberg und Ettergit. Eve mit Ed Fernanda Brandau. Unabhängig voneinander setzen sie sich bereits seit vielen Jahren für indigene Völker im Amazonas-Regenwald ein. Genau dieser Einsatz brachte sie zusammen, Fernanda Brandau, Entertainerin und Fitness-Expertin. Und Target-Vorstand Roman Ed Neberg Weber. Weiter heißt es, ein gemeinsames Treffen Mitte 2020 in Rausdorf. Um sich über Erfahrungen in der Projektarbeit in Brasilien auszutauschen, erwies sich als glückliche Fügung, nicht nur entstand zwischen Fernanda und Roman sofort eine besondere Verbindung. Schnell merkten sie, dass sie ihren Weg im Einsatz für die Indigenen Brasiliens wie auch das private Leben gemeinsam angehen wollten. Tochter Aurora könnte das Liebesglück. Fans sind ganz aus dem Häuschen bei diesem süßen Anblick. Ein wunderschöner Weg, der zu zweit begann. Wurde noch schöner mit Aurora, schreibt ein Fan. Ein anderer schwärmt, wunderbare Frau und Familie. Und auch diese Userin ist sichtlich gerührt, so schön. Anführungszeichen. Von 1986 bis 1993 coachte Nick Bollettieri den damals aufstrebenden Tennisprofi André Agassi. 52. Nun ist die amerikanische Trainerlegende laut US-Medien am 4. Dezember im Alter von 91 Jahren gestorben. Auf Instagram verabschiedet sich der achtmalige Grand Slam-Gewinner von seinem lieben Freund, an den er jedoch nicht nur gute Erinnerungen hatte. Auf Instagram schreibt Agassi, er hat so vielen eine Chance gegeben, ihren Traum zu leben. Er hat uns allen gezeigt, wie man das Leben in vollen Zügen genießen kann. Anführungszeichen. In seiner Biografie Open prangerte André einst aber auch Nick Bollettieris strenge Trainingsmethoden an. Bezeichnete seine Akademie als besseres Gefangenenlager. Seine abschließend wohlwollenden Worte zeugen jedoch davon, dass Agassi seinen Frieden mit der Vergangenheit gemacht zu haben scheint. Denn auch Tochter Yates Agassi, 19, verabschiedet sich vom einstigen Coach ihres Vaters, teilt seinen trauernden Beitrag in ihrer Instagram-Story. Türkisfarbenes Wasser, traumhafte Strände und ganz viel Zweisamkeit endlich gewährt Elias Mbarek. 40, wieder einen seltenen Einblick in sein Liebesleben mit Ehefrau Jessica. Schon lange haben sich die beiden nicht mehr gemeinsam im Netz gezeigt. Aber jetzt verzaubert der Schauspieler seine Fans mit neuen romantischen Pärchenfotos aus dem Urlaub. In seiner Instagram-Story postet er ein Selfie eines gemeinsamen Bootsausflugs, darauf strahlen die beiden mit ihrer Schnorchelausrüstung um die Wette. Auf einem anderen Foto genießen die Mbareks eng aneinander gekuschelt die romantische Abendstimmung. Wo genau die beiden Turteltauben ihre Zweisamkeit genießen, verraten sie jedoch nicht. Jahrelang hielt der Schauspieler sein Liebesleben aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im September 2022 überraschte er seine Fans mit einem ganz privaten Einblick, er heiratete seine Modelfreundin Jessica vor einer traumhaften Kulisse und lässt seitdem seine Fans ab und zu an dem gemeinsamen Liebesglück teilhaben. Auf der Bühne ist er der coole Cowboy, aber in der Liebe hat er ein glühendes Herz, Alec Völkel. 50,
Begeistert aktuell prominente Wegbegleiter, Innen und Fans auf Instagram mit einer zauberhaften Ode an seine Frau Johanna. 44. Die beiden feiern ihre innige Verbindung mit einem romantischen Date. Grow old with me. My love, zu Deutsch, werde alt mit mir, meine Geliebte. 7 Jahre sauglücklich und damit höchste Zeit. Mir mal selbst zu dir zu gratulieren, kommentiert er 2 entzückende Pärchenfotos vom gemeinsamen Abend. Völkel ist sicher, er hat den Wi-Fi-Jackpot abbekommen, und das verdient Demut, danke. Du sehr nettes Universum, schreibt der Musiker. So viel Leidenschaft für seine Liebste findet ein verzücktes Echo, aff, was für eine schöne Liebeserklärung. Schwärmt Unternehmerin und Autorin Verena Pauster, 43. Ach, schön. So soll es sein. Herzlichen Glückwunsch euch Zweien, wünscht Moderatorin Judith Rakers, 46. Und Schauspieler Sven Martinek wünscht einen Happy Anniversary, zu Deutsch, glücklichen Jahrestag. Und was sagt Superfrau Johanna? Die Schriftstellerin hat keine Worte, nur vielsagenden Emojis, 2 brennende Herzen und das Zeichen der Unendlichkeit. Haben Sie die Prominus verpasst? Hier finden Sie die Prominus der vergangenen Woche. Verwendete Quellen, Instagram.com